Der neue Mitsubishi Outlander. Kann viel, braucht wenig. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf Schwarzwald Regio TV live aus Stuttgart, dem Autohaus Kratzke. Der Weltmeisterschaftskampf im Superbantamgewicht der WBF zwischen der Titelverteidigerin Alessia Graf und der Herausforderin Liliana Martinez. Freuen wir uns auf ein Boxspektakel ihresgleichens im Frauenboxsport. Alessia Graf und Martinez standen sich ja schon vor 7 Jahren gegenüber. Damals gewann die Mittlerin in die rote Ecke. Nach fast 3,5 Jahren Abstinenz in Deutschland ist sie wieder hier. Im Top-20er Ring, die amtierende Weltmeisterin der WBF. Also mit mir herzlich willkommen, Alessia the Tigress Graf! Und hier ist die amtierende Weltmeisterin im Superbantamgewicht der WBF. So, da es sich um einen Weltmeisterschaftskampf handelt, darf sie bitten, sich von ihren Plätzen zu erheben zum Abspielen der nationalen beiden Boxerinnen. Zuerst für die Nationalen der Dominikanischen Republik. Ihr Kampfrekord, 21 Kämpfe, 10 Siege in den Niederlanden, 5 ihrer Siege beenden sich vorzeitig durch Knockout. Auf Santo Domingo der Dominikanischen Republik, Liliana Martinez! Liebe Gegnerin der Rotecke, sie ist seit 2004, 32 Jahre alt, 1,70 Meter groß. Gewogen mit 54,9 Kilogramm. Der Ecke, heute Ihr Trainer, Heinz Schulz, sind da für den Graf Box Promotion. Ihr Kampfrekord, 28 Kämpfe, 25 Siege, 10 davon beenden Sie sich vorzeitig durch Knockout. Sie ist ehemalige Weltmeisterin der WBF und GWO im Superfliegengewicht. Und sie ist die amtierende WBF-Weltmeisterin im Superbantamgewicht aus Stuttgart. Alessia, der Tiger! Die Umstellung dieses Weltmeisterschaftskampfes als Supervisor der WBF, Alexander Hermann aus Deutschland, die Punktrichter Oliver Evers, Erich Stümpfus und Ronald Rapp, allesamt aus Deutschland. Und wenn die Glocke ertönt, hat nur ein Mann im Recht das Sagen. Der Ringrichter ebenfalls aus Deutschland, Michael Siegel. So, da kann ich kurz zur Mitte bitten.
Ja, liebe Zuschauer, freuen wir uns nun auf einen Boxkampf im Superbantamgewicht der WBF zwischen der Weltmeisterin Alessia Graf und Liliana Martinez aus der Dominikanischen Republik. Ja, ich denke mal, die Vorgaben sind klar. Alessia will Weltmeisterin bleiben. Martinez versucht natürlich, ihr das Leben so schwer wie möglich zu machen. Und hier sind wir schon in der ersten Runde und werden wir gleich mal sehen. Für die erste Runde, Round 1! Ob die Strategie von Heinz Schulz, dem Trainer von Alessia Graf, aufgeht und er immer wieder gesagt hat, Alessia immer mit der linken Führhand rangehen, die linke Führhand mit ihr stellen und dann sie ausnocken versuchen. Man sieht auch gleich hier am Anfang des Kampfes noch etwas zurückhaltend. Hier ein rechter Schwinger. Beide Boxer kennen sich aus früheren Kämpfen, der letzte vor 7 Jahren, den Alessia damals klar gewonnen hat. Und sie möchte natürlich ihrem Publikum auch hier in Stuttgart zeigen, wer die Nummer 1 im Superbantam der WWF ist. Und zeigt es auch schon hier in der ersten Runde, indem sie quasi die Gegnerin im Moment beherrscht, sie nicht zum Schlage kommen lässt, quasi auch nicht treffen lässt. Die linke war drin. Alessia muss ein bisschen mehr mit der linken Führhand spielen. Ja, so wie jetzt immer die linke Versuche zu stellen und dann mit der rechten Nachlege, um die klare Treffer zu landen. So wie hier. Martinez ist ja technisch sehr gute Boxerin. Seit vielen Jahren auch in der Weltspitze. Und hier, wie gesagt, die erste Runde geht eigentlich schon an die Alessia Graf mit einem kleinen Punktvorsprung. Und beide, wie gesagt, müssen noch ein bisschen mehr aus sich rausgehen. Alessia soll ein bisschen mehr mit der linken Führhand Gegnerin sie vorantreibe, sich zurechtstelle und dann versuche mit der rechten klare Treffer zu landen. Im Moment muss man sagen, wie gesagt, Boxsport der Frauen immer mehr auf dem Vormarsch seit vielen Jahren. Ist das ja ein Ereignis, wo ich immer sagen muss, Frauenboxe ist fast so gut wie Herrenboxe. Es ist wirklich nicht mehr viel dran. Und hier in der zweiten Runde werden wir es auch gleich mal sehen, inwieweit jetzt die Alessia die Tipps vom Trainer Heinz Schulz umsetzt und alles, was man im Training, auch im Sparring sich angeeignet hat, auch hier im Kampf versucht umzusetzen. Man sieht es auch, die Martinez macht jetzt ein bisschen mehr, sie kämpft also ein bisschen mehr mit, versucht auch ab und zu mit der linken Führhand was zu machen, aber die Alessia treibt sie einfach nach vorne, stellt sie sich immer wieder. Martinez versucht natürlich auszuweichen, aber Alessia teilweise ist wahnsinnig schnell. Man sieht auch hier wieder links und rechts gleich in eine Kombination. Immer wieder gute Deckung von Alessia. Hier ein kleiner Schlagabtausch. Ja, beide Boxer müssen natürlich jetzt auch hier wieder klare Treffer. Martinez überschlägt ein bisschen, haut einige Luftlöcher, ist normal. Alessia duckt sich, ist ziemlich schnell.
Sie hat sich wahnsinnig gut auf den Kampf vorbereitet, ist topfit auf den Punkt genau zum heutigen Tag. Und das sieht man hier schon, wie gesagt, in der zweiten Runde, dass sie eigentlich schon ihre Gegnerin eigentlich klar beherrscht. Auch hier wieder zwei gute Treffer. Von beiden, wie gesagt, Alessia aber immer ein Tick präziser, die bessere Schläge, trifft sicherer, stellt sich auch ihre Gegnerin mehr zurecht. Martinez versucht immer ein bisschen mehr auszuholen. Und das ist einfach für die schnelle Alessia trotzdem völlig zu erreichen und gibt ihr auch dann bestimmte Punch, die sie einfach nicht wegdrücken kann. So, dritte Runde. Man sieht Alessia wieder einen schönen Treffer. Auch hier wieder Martinez macht mir zu viele Luftschläge. Das kostet unheimlich Kraft, weil jeder Schlag kommt mit einer riesen Geschwindigkeit, mit Mordsgewicht an. Und das ist einfach, das kostet wahnsinnig viel Kraft und Luft. Man sieht, wie schnell Alessia ist. Martinez so gut wie keine Treffer landen kann. Heinz Schulz ruft immer Alessia, linke Hand, die Führhand, links, die linke, wo ist die linke? Stell sie doch mit der linken Führhand. Leg sie dir mit der linke zurecht und dann gib ihr eine Kombination. Oh, hier wieder zurückweiche. Wieder neu formatiere, nicht zu aggressiv. Jetzt bleibt sie dran, einige Schläge trifft Leberhage und hier nochmal zwei, drei klare Treffer und Martinez wird zum ersten Mal angezählt in der dritten Runde. Ich meine, sie steht sauber da, ich denke mal, es ist nicht viel passiert, aber muss natürlich nach so einigen Treffern angezählt werden. Alles in Ordnung, weiter geht's, klare Treffer in dieser Runde von Alessia und gleich geht's weiter. Sie bleibt dran, sie gibt keine Ruhe, immer auf dem Weg nach vorne und hier der Ringgong rettet sie über die Zeit. Auch die dritte Runde ganz klar wieder an Alessia Graf, die alles das umsetzt, wie man gerade mitkriegt, was ihr der Heinz Schulz, der Trainer, immer wieder sagt und mitgibt. Ich muss aber sagen, das muss man einfach dazu sagen, die Martinez ist echt eine sehr gute Boxerin, aber gegen so eine schnelle Boxerin wie die Alessia hat man es wahnsinnig schwer. Und jetzt wollen wir sehen, hier in der vierten Runde. Was die Martinez umsetzt. Auch ihr Trainer sagt immer, du musst mehr machen, du musst mehr Schläge ansetzen, du darfst nicht so viel Luftlöcher machen, du musst mehr nach vorne gehen. Du bist die Frau, die Herausforderin, du musst die Alessia quasi vor dich rantreiben, nicht umgekehrt, wenn du hier gewinnen willst. Aber wie gesagt, Alessia lässt es nicht zu und treibt immer wieder die Martinez nach hinten. Auch hier wieder schöne Treffer. Die linke war drin. Das war der Handschuh. Und hier wieder ein klarer rechter Treffer von der Alessia und die linke hinterher. Zwei, drei schöne Kombinationen. Und wieder die rechte voll. Die linke nach. Und wieder 3-4, 3-4. Zwar viel auf die Handschuhe. Hier wieder Leberhake. Und nochmal
Das sind 3-4 Schläge. Jetzt wird er der Linienrichter mit. Der Schiedsrichter muss eigentlich eingreifen. Jawohl, er muss anzählen. Ganz klare Treffer von Alessia Graf. Martinez angeschlagen. Muss wieder angezählt werden. Sie fühlt sich noch fit. Sie steht da. Aber es sind natürlich klare Treffer, die auch hier ihr die Luft nehmen. Die Kraft nehmen. Und sich nicht einfach so wegzustecken. Alessia fühlt, dass Martinez langsam die Luft ausgeht durch die klaren Treffer. Man sieht hier wieder einige Kombinationen und wieder muss der Ringrichter dazwischen gehen. Und Gott sei Dank der Gong für die runde Pause, dass die Martinez noch ein bisschen sich ausruhen kann und ihr Trainer noch mal sagen kann, was muss ich ändern. Sie muss einfach ihre Deckung hochnehmen. Sie muss versuchen, auch ihre Chaps zu landen mit der linken Führhand. Sie muss dagegen halten. Man sieht auch hier, wie der Trainer ja sagt, links und dann rechts eine Kombination geben. Sie muss dranbleiben. Nur so hat sie eine kleine Chance überhaupt gegen Alessia Graf, die ja den Kampf im Moment ganz klar dominiert. Martinez muss was tun. Sie muss. Weil im Moment gehen alle vier Kämpfe hier in den Seilen ganz klar an die Alessia. Alle vier Runden ganz klar bei Alessia. Und hier jetzt die fünfte Runde. Und wieder ist die Tigerin Alessia Graf im Vormarsch. Martinez kann nur nach hinten gehen. Sie versucht ihr Bestes, sie versucht zu tänzeln, sie versucht immer wieder mit der linken Führhand was zu machen, aber es ist einfach zu wenig. Sie muss mehr Gas geben, sie muss mehr machen, um überhaupt Alessia einigermaßen entgegenhalt zu geben. Es kommt noch ein bisschen zu wenig. Immer wieder klare Treffer von Alessia, immer wieder die linke, die rechte nach, schöne Kombinationen, sie stellt sie, sie macht in aller Ruhe, sie ist einfach mit ihren 32 Jahren eine der besten Boxerinnen der Welt im Frauenboxsport und man sieht es hier in den ganzen Runden, wie sie Martinez völlig beherrscht. Sie darf nicht mit der Hand, mit dem Ellenbogen und soll sie auch nicht wegdrehen, ermahnt hier gerade der Schiedsrichter, der Ringrichter. Und hier wieder einige Kombinationen und wieder ein Leberhake. Das ist luftraubend, das ist wahnsinnig, was es an Kraft kostet. Und immer wieder legt sie nach, treibt sie an, schlägt sie wieder. Nicht alle Treffer kommen klar an, aber man sieht einfach, wie überlegen im Moment die Alessia in dieser fünften Runde ist. Und die Martinez, wieder ein rechter Schwinger und nochmal klare Treffer. Und auch hier wieder zwei, drei klare Treffer. Und auch hier wird der Ringrichter anzählen müssen. Eindeutig Alessia Graf im Vormarsch. Ist es das aus oder hat die Martinez noch die Kraft, nochmal zurückzukommen? Oder retten nochmal die Ringpause? Jawohl, die Ringpause rettet sie. Und wir kommen dann gleich in die sechste Runde. Ein wahnsinn spannender Kampf hier aus Stuttgart im Autohaus Kratzke. Nach 3 Jahren Abstinenz in Deutschland wieder hier zu Boxe. Alessia Graf zeigt, dass sie immer noch Weltmeisterin ist, auch der Herzen hier in Deutschland und viele Fans hat, was hier in Stuttgart abgeht. Es ist ein wahnsinniges Publikum, tobes Publikum ist dabei, feuert Alessia Graf an. Einige sind auch dabei für Martinez, hat auch einige Fans mitgebracht, die ja gestern hier in Frankfurt am Flughafen gelandet ist und dann hier runtergefahren ist nach Stuttgart. Freuen wir uns gleich auf die sechste Runde. So, die sechste Runde geht los. Man sieht gleich wieder alles ja im Vorgang, im Vorwärtsgang und immer wieder. Sie treibt sie voran. Man sieht hier wunderbar. Jawohl, wieder zwei, drei Kombinationen und wieder eine rechte Nachschlage. Martinez versucht sich verzweifelt zu wehren und auch wieder eine rechte
immer wieder Kombinationen. Sie hat sie jetzt voll im Griff im Moment. Auch hier wieder 2-3 klare Treffer. Leberhake, wieder ein rechter Schwinger. Und jetzt bricht der Ringrichter bricht ab. Sechste Runde, technische K.O., ganz klar. Alte und neue Weltmeisterin Alessia Graf, Stuttgart aus Deutschland. Meine Damen und Herren, ein spannender Kampf. 6 Runde, klar beherrscht hier die Alessia Graf, ihre Gegnerin. Und ist zu Recht und bleibt zu Recht die alte und neue Weltmeisterin des Super Bantam-Gewichts der WBF. Kommen wir nun zum Urteil. Das offizielle Urteil: Siegerin durch TKO in der 6. Runde und weiterhin Weltmeisterin im Superbantamgewicht der WBF aus Stuttgart, Alessia Graf. Glückwünsche von allen Seiten, die neue und alte Weltmeisterin Alessia Graf, Deutschland, hier der WM-Gürtel der WBF im Super-Bantam-Gewicht. Und man sieht auch im Hintergrund Heinz Schulz, der Trainer, völlig zufrieden mit dem Kampf von Alessia Graf. Und deshalb auch unser Glückwunsch hier vom Schwarzwald-Regio-TV zum Sieg und der Titelverteidigung im Superbantam-Gewicht der WWF.